Hallo und herzlich willkommen zurück zu Binding of Isaac Rebirth. Ich denke, es ist an der Zeit mal wieder für Eden. Ich nehme es einfach auf mich und denke nicht großartig drüber nach. Curse of the Lost. Mom's Underwear und Dead Sea Scrolls. Hey, kriege ich einen Reset? Ich kriege keinen Reset, okay. Ich will trotzdem noch einmal New Run. Okay, mal gucken. Okay, Pushpin. Blood Rites. Kompass. Okay, wir haben einen Deal. Okay, als Eden starten wir mit einem zufälligen mit zwei zufälligen Items. Oh, der Nubbin lebt noch. Einem aktiven und einem passiven, also einem Spacebar-Item und einem Stats-Item. In unserem Fall Kompass und Blood Rites. Relic. Heißt, wir kriegen alle 6 Räume ein Spirit Hearts gedroppt. Da fällt mir ein, für die, die Source Match spielen wollen. Unser Seed ist Q2VK3ZLN. So, wir wollen uns jetzt ein bisschen zumindest beeilen und den Boss Rush schaffen. Steht auf unserer Liste zumindest. Außerdem stehen noch ein paar andere Sachen drauf, die ich aber nicht mehr weiß. So. Das ist jetzt die Demo unseres Spacebar-Items. Wenn wir uns selbst schaden, verursachen wir mehr Damage. Okay. Really? Natürlich snipet mich so ein Mistvieh direkt. Such cheat, much wow. Okay, Send Dust Spirit Hearts. Vielen Dank, Relic. Okay, das waren die zwei Würmchen. Unsere erste Bombe. Yep. Oh, wie praktisch. Ich sehe auch schon einen Tented Rock. Vielleicht haben wir Glück und bekommen gleich den Small Rock. Oder wenigstens ein Spirit Hearts. Schön. Und dann kämpfen wir gegen Pin. Okay, dann kämpfen wir doch mal schnell gegen Pin. Jupp. Jupp. Oh, Pin ist zu einem Drittel tot. Jupp. Zur Hälfte. Drei Viertel. Ja. Gleich haben wir's. Das war Pin. Mom's Coin Purse. 4 verschiedene Pillen. Vielleicht nicht das optimale Start-Item. Health Down, Range Down, Amnesia und noch eine Health Down. Ich glaube, es hackt, ey, ganz ehrlich. Okay, dann verschwinden wir auf den nächsten Floor und schauen mal, was uns das Basement 2 so anbietet. Cellar 2 auf jeden Fall. Boss Trap mit 3 roten Truhen. Ich wäre interessiert, will aber erst den Boss bekämpfen, in der Hoffnung auf einen Deal. Okay, das wären die zwei. Noch ein neues Spirit Hearts vom Relic. Vielen Dank. Eins der Items, die wir auch erst vor kurzem freigeschaltet hatten. Ja. Komm, stirb. Schön. Pille. Unbekannt. Lemon Party. Eine der etwas besseren. Da der Item Room sowieso nicht allzu weit weg sein kann, gehen wir da erst schnell hin. Dang it. Dagegen konnte ich leider nichts machen, habe ich mich selbst in die Position gebracht. Letzte Spinne. Glücklicherweise haben wir noch einen Schlüssel. Da ist eine Bombe. Okay, cool. Dann können wir gleich die eine Truhe einsacken. Scorpio Poison Tears ist durchaus ganz cool. Wir verursachen Poison Damage. Damage over time. Können die Gegner vergiften. Sehr praktisch. Truhe. Kleingeld und eine Bombe. 5 Cent. Das heißt, wir haben jetzt genug Kleingeld, um auf dem nächsten Floor eine Arcade zu bekommen. Und da rechts ist noch ein Tinted Rock. Auch nochmal recht praktisch. Gerade wenn er noch eine Bombe und Spirit Hearts hat. Wir halten unseren Pegel zumindest.
So, Feuer gelöscht. Sentry Bombe und behornt. Die Health-Down-Pille behalte ich aus einem ganz speziellen Grund. Okay. Der letzte Horn ist auch tot. Jetzt bleibt nur noch der normale Horn übrig. Ja. Da war unser Charge. Kurz warten. Das habe ich kaum gesehen. Yep. Wir wollen natürlich vermeiden, Rotherz-Damage zu nehmen. Deswegen bin ich jetzt überaus vorsichtig. Okay, komm. Komm. Dang it. Bin auch reingelaufen, leider. Okay, das war Behorned. Pentagram, Damage Upgrade. Ist schon mal sehr nice. Krampus. Nicht Krampus, aber Horror of Babylon und Nail. Oh, dang it. Okay, dann nehmen wir uns erst die Horror of Babylon. Das ist ein Damage Upgrade. Und dann The Nail. Temporary Demon Form. Gibt uns bei Benutzung ein Spirit Herz. Außerdem kriegen wir mehr Damage für die Dauer eines Raumes. Oh, und wie sich das Blatt auf einmal schon wieder gewendet hat, dann demonstriere ich das mal. In der Nail Form können wir nämlich auch noch Steine zerstören. Ich persönlich hoffe ja auf einen Retro Room. Tata. Mit den Shears. Interessant. Joink. Scissors, lose your head. Oh. Okay. Anscheinend steuern wir nicht mehr unseren Kopf, sondern Tatsache nur noch unseren Körper. Witzig zu wissen. Boss Rush wäre jetzt noch eine Option. Außerdem wurde unsere Health-Down-Pille jetzt auch noch zu einer Health-Up-Pille. Aber das ist uns auch alles wurscht, also nächster Floor. Caves 1, Catacombs 1. Catacombs 1. Item Room ist nach oben weg. Okay, nice. Gratis Zugang. Fetties. Unser Damage gefällt mir. Bis zu einem nicht unerheblichen Teil von Horror of Babylon. Explosiv Champion. Bombe. Uns fehlt leider der Schlüssel für den Item Room. Der Boss ist da unten rechts, okay. Dann tippe ich mal, dass wir dafür durch den Spawn Room müssen und von hier aus nach rechts gehen. Okay, wir haben ein paar Keeper. Vor allem haben wir diesen Explosiv-Champion-Keeper. Schlüssel? Nein, mehr Bomben. Und großer Raum. Erstes Dinge. Hui. Das war knapp. Nochmal klappt das aber nicht, Kollege. Da ist der gewünschte Schlüssel. Da ist noch ein Spirit Herz. Wir halten unseren Pegel ziemlich gut, muss ich ja sagen. Dann trampen wir nochmal zurück. Gehen einmal hier hoch. Und unser Item Room ist Box of Spiders. Spacebar Item. Wir spawnen Kamikaze-Spinnen, die das 2,5-fache unseres Space Damage verursachen. Cool. Oder zumindest, naja. Es ist ein nettes Item, aber für uns jetzt nicht so super erheblich. Irgendwas in der Richtung hatte ich schon erwartet. Dann setzen wir hier schnell eine Bombe. Weil eine Bombe für drei Bomben ist ein ziemlich klarer Deal. Psychic Maws. Und ein Bosskampf gegen Pestilence. Okay, Pestilence ist nur noch ein Körper. Und Pestilence ist tot. Oh, Ball of Bandages. Orbit Hill, blockiert gegnerische Projektile, fügt Gegnern Schaden zu. Ziemlich effektiv. Wir haben einen Shop, keine Arcade und verschwinden auf den nächsten Floor. So. Caves 2. Catacombs 2 mit Curse of the Maze. Wir haben einen Chest Room und einen Curse Room. Dann trampen wir erstmal hier rüber. Hauen uns hier mal schnell den Nail rein. Aus diversen Gründen. Oh, Curse Room. Zwei rote Truhen. Zwei Pillen. Amnesia. Unbekannt. Unbekannt ist Explosive Diarrhea.
Dang it. Mehr Pillen. Amnesia und Lemon Party. Wir nehmen unsere Health Up mit. Die heben wir uns auf für nach dem Bosskampf. Verschlossener Raum, kommen wir nicht rein. Tinted Rock. Mit goldener Truhe, wie immer. Oh, dang it. Meine eigene Schuld gerade. Ja, aber wie gesagt, die Health Up heben wir uns auf für nach dem Bosskampf. Sollten wir nämlich nochmal einen Deal bekommen, können wir unser Health Up benutzen, um uns ein Rotherz-Item zu kaufen. Also wir müssen es natürlich kaufen, benutzen, bevor wir in den Boss-Room gehen. Oder bevor wir zumindest den Boss besiegen. Sonst kriegen wir trotzdem nur Spirit-Herz-Deals. Bevor wir den Deal-Raum betreten. Ich bin heute irgendwie ganz auf der Höhe. Noch ein Spirit-Herz, nice. Unbekannt. Telepills? Einfach Pills. Item-Room ist nach hier oben. Wir haben leider keine Schlüssel. Ich hatte eigentlich gehofft... Curse of the Maze. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir unterwegs einen finden, aber naja. Zum Boss geht's dann da rechts. Gehen wir mal hier hin. Hüpp. Okay. Spinne. Fliege. Tinted Rock mit Bomben. Da ist unser Shop. Haben wir hier. Bombenspinne. Meerspinne. Okay, mehr Gurgles. Gurgle 1, Gurgle 2 und Gurgle 3. Nail ist einsatzbereit. Leider keinen Schlüssel. Vielleicht gibt es ja Box als Belohnung im Kampf gegen den Dark One. Okay. Oh, dang it. Ja. Ja. Und das war dann der Dark One. Bink. Leider kein Deal, aber Plazenta, HP Upgrade und Regeneration ignorieren wir mal. Wir könnten natürlich checken, ob wir im Boss Trap Room noch irgendwie einen Schlüssel ergaunert bekommen. Außerdem haben wir 11 Bomben, das heißt also, wenn unser Secret Room hier ist, was er leider nicht ist, wäre das wahrscheinlich auch der Zugang zum Shop gewesen. Wir können aber noch hier drüben gucken. Okay, dann ist der Secret Room rechts in den Chest Room, wie es ausschaut. Okay, dann ist er unter dem Chest Room. Jetzt bin ich ein bisschen angefressen. Ja, da ist er. Hallo, hallo. Zwei Schlüssel. Cool. Das heißt für uns, wir können uns die hier holen. Explosive Forts, kein Interesse. Das killt mich öfter, als dass es mir hilft. Und unser Item Room ist Charm of the Vampire. Das hilft mir auch nicht besonders. Na gut, dann bomben wir mal noch die Pilze kaputt. Unbekannte Pille, Pretty Fly, Orbital, blockiert gegnerische Projektile und Insta-Kill Gegner vom Typ Fliege. Und wir verschwinden somit auf den nächsten Floor. Oh, Curse of the Maze, ausnahmsweise mal hilfreich, cool. Düsen wir hier rüber und düsen abwärts, Tschüssikowski. Ja, Necropolis 1 mit Curse of the Unknown, dann gehen wir erstmal nach hier oben, würde ich sagen. Turret. Okay, Turret ist tot. Send Curse Room. Spirit Hearts. Jetzt ist unser Health up. Nur für den Fall der Fälle. Und Fate, Flug und ein Eternal Heart. Nice. Jetzt können wir auch noch fliegen. Ja. Mit die Büschchen hier beide killen. Das war gerade ein ziemlicher Luckshot, um ehrlich zu sein. Okay, okay. Spielkarte Suicide King, a true ending. Nur wirklich, ach ja, ich kann ja fliegen, stimmt ja. Nur wirklich relevant, wenn ihr eine Möglichkeit habt zu respawnen. Ja, Hänger. Hänger 1.
Enger 2 und die Fliege, rotes Herz. Sollte ich ums Verrecken nicht aufheben. Schlüsselmäßig haben wir noch nichts. Wir sind außerdem auf Necropolis 1, das heißt, wir können ganz in Ruhe erst zum Boss gehen. Ja, okay, cool, da ist unser Schlüssel. Dann können wir jetzt backtracken, uns den Item Room reinfeuern und dann den Boss machen. Item Room muss nach hier links sein, dann nailen wir uns einfach mal schnell. Ja, noch ein Schlüssel, Schmiede. Schnell die Steine zerstört. Für eine Chance auf einen weiteren Retro Room. Chub. Okay. Und ein Tin Rock. Ja. Pink. Das wäre Chub gewesen. Joink. Trollbombe. Item Room mit Sister Maggie. Familia schießt ganz normale Tränen. Macht nicht so den mega Unterschied im Gameplay. Aber es ist halt einfach noch eine weitere DPS-Quelle mit 3,5 Schaden pro Treffer. Oder einem Damage-Stat von 3,5. Ob das dann auch wirklich 3,5 Punkte Schaden sind, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Mask of Infamy-Raum. Ich kenne Schöneres. Okay. Erstes Herz, zweites Herz, drittes Herz und viertes Herz. Noch ein Schlüssel. Cool, wir bauen uns so einen kleinen Cache auf. Das kommt mir sehr gelegen, um ehrlich zu sein. Jetzt kriegen wir hier natürlich auch noch einen Golden Key. Wir wollen die zwei lila Feuer in die Luft jagen. Vielleicht kriegt man ja ein schwarzes Herz. Und wir kämpfen gegen die Mask of Infamy. Au. Fängt ja schon mal nicht allzu super an. Oh, dang it. Okay. Au. Ja. Jetzt können wir nicht mehr großartig was anders machen, als sie die ganze Zeit rumzugoaten. Okay, Mask of Infamy ist tot. Range Upgrade. Spirit Hearts. Deal mit Little Brimstone für 3 Spirit Herzen. Jo, why not? Weil der kann das. Da kann ich mich nicht beschweren. Und wir verschwinden dann somit auch schon wieder auf den nächsten Floor. Joink. Necropolis 2. Sind wir noch in der Boss Rush Zeit? 16 Minuten, ja, sind wir. Dann sollte unser erstes Ziel hier direkt mal der Bomben-Champion sein. Dann checken wir unseren Curse Room. Bekommen Kamikaze Spinnen. Okay. Rein technisch gesehen müsste das hier der korrekte Weg sein. Okay. Okay. Rotes Herz. Wollen wir ums Verrecken nicht. Yep. Und Wies. Schnell den Floating Knight soweit ausgeschaltet. Wenn das dort ist, müsste hier eigentlich... Ne, okay. Dann ist das hier jetzt wahrscheinlich leider ein kleiner Umweg. Yep, yep. Okay, Fetties, neues Spirit Hearts, Schnieke. Zwei Hänger. Ah, noch schnell die zwei Fliegen ausgeschaltet. Weiter nach rechts. Okay, nice. Die Brimstone-Viecher sind leider nicht ganz so nice, aber auszuhalten. Layout, Boss ist da ganz unten. Checken wir mal schnell die Boss-Trap. Naja, normale Truhe, nicht interessiert. Weiter nach unten. Bielicker. Ups. 5 Cent. Okay, Nail ist einsatzbereit. Dann nehmen wir uns doch hier einfach mal schnell. Okay. Erster Geist ist tot. Der zweite ist ebenfalls tot.
Neues Bird Hut, das wir leider nicht aufheben können. Item Room mit dem Forget Me Now. Ist an und für sich eine sehr interessante Angelegenheit, wenn ich ehrlich bin. Na gut. Geben wir hier Judgment noch schnell ein bisschen Geld. Halbes rotes Herz, wollen wir nicht. Nice. So, jetzt sind wir wieder im Horror of Babylon. Sehr gut. Verursachen wir auch wieder mehr Schaden. Okay. Erstes Herz. Zweites Herz. Drittes Herz. Und viertes Herz. Okay. Send. Vorraum zum Boss. Bombentruhe. Checken wir mal schnell. Also checken wir mal schnell. Safety Cap. Hat irgendwas mit Pillen zu tun. Nicht interessiert. Und der Kopf vom Headless Horseman. Als tot. Truhe. Trollbombe. Und Moms Foot. Das ist der Champion, der nur tritt. Okay. Ups. Fuß. Bitch, please. Okay. Gleich haben wir's. Ja. Okay. Der nächste Treffer beendet es. Nice, da ist unser Boss Rush. Bing. Small Rock. Sehr gut. Halbes rotes Herz. Da bietet sich das Polaroid an. Ich hätte auch das Negative nehmen können, um ehrlich zu sein, aber ich wollte jetzt erstmal nur den Boss Rush bestehen. Boah, ich finde die alle gut. Lost Contact hilft uns, Schaden abzuwehren, aber Spider Baby, Spider Revenge, ist halt sozusagen fast ein Damage Upgrade. Okay. Machen wir schnell die zwei Golden Juniors platt. Wo ist mein Spirit Hearts? Dankeschön. Harian Queen. Das muss ätzend sein, wenn man mir nichts tun kann. Ja, killen wir die Viecher hier. Karen Queen dürfte jetzt jeden Moment in den Diagonalstatus übergehen. Whoop. Okay. Dö. Stirb. Okay. Nope, 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 nope. Komm, Karen Queen, stell dich nicht so an. Okay, wo ist mein Diagonalzustand? Da ist mein Diagonalzustand, der kommt wohl nicht. Little Flies. Sollte man schon eher hinbekommen. Yep, ouch. Da ist unser Polaroid. Deswegen habe ich das gemacht. Na los, kratzt ab, ihr müsst fliegen. Keep ist auch tot. Next. Blast Assist.
Ich vermisse es so furchtbar OP zu sein. Ich vermisse es wirklich auch. Oh, die Boomfly habe ich voll übersehen. Das hätte auch ins Auge gehen können. Hallo Loki. Na, wo bist du? Da ist er doch. Jetzt ist er da nicht mehr. Jetzt zerstören wir mal schnell die Bombenfing so ein bisschen. Okay, da ist er wieder. Oh, dang it. Oh, tschüss Loki. Steven und Jiminy. Okay. Verflucht. Okay. Oh, fehlt noch klein Jimmy. Gosh, dang it. Das hat mich gerade meinen Damage gekostet. Verdammt, das rotes Herz, ey. Oh, Larry Jr. Ich hab gleich noch ein bisschen Fistula. Bombenfliegen-Fistula, um genau zu sein. Ups. Scheiß auf den Damage, um genau zu sein, hat mich das jetzt hier auch noch mein Schild gekostet. Wupp, Doppelmonster. Okay. Wupp. Chad ist tot. Birdie Junior. Das ist die exklusiv spawnende Variante. Außerdem haben wir auch gleich noch ein kurzes Intermezzo mit Chubb. Okay. Upsala. Auch tot. Jetzt müssten. Ja, Gish und Monster 2. Voila. No. Okay. Wäre schon schön, wenn jetzt so der erste von euch beiden irgendwie abkacken könnte. Nicht danach aus. Ups, oder? Da war irgendwas explodiert, verflucht. So ein bisschen die unendliche Geschichte gerade. Ja, uns fehlt aber wirklich einfach das Damage Output. Okay, da war Monstro 2. Da war Gish. Widow. Oh, Pin of Widow. Bisschen Hollow. Yep. Okay. Los ausgeschaltet. So, und jetzt haben wir ein leichtes Problem. Okay. Was war das Viech? Bloat? Nope. Mask of Infamy? Ebenfalls nope. Bombe, Augen. Dang it. Okay, Bloat High Jump. Nope. Okay.
Ja. Erwischt. Sehr gut. Schnell das rote Herz eingesackt. Blaue Färmen könnte für uns ein Spirit Herz bedeuten. Ja. Okay. Pestilence. Ignorieren wir Pestilence mal kurz und kümmern uns um das andere Viehzeug hier überall. Was soweit tot scheint. Okay. Oh, Champion War. Leider nicht ganz so cool. Und dabei ist leider auch Death. Au. Schnell das halbe rote Herz einsammeln. God damn it! Naja, nichts zu ändern. Gut, dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem denn so war, denkt dran, ihr könnt gerne unsere Videos liken und unseren Channel abonnieren. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade. Bye, Leute.